Ihr werdet hier ordentlich verlieren. Ihre Bällen. Zielt auf die Laser. Angriff. Erwarte Befehle. Da ist ein Ziel. Und da vielleicht mal ein wenig. Positionsänderung. Zielt auf den Antrieb. Na, was ruckelt da jetzt? Ja, doch. Die werden ziemlich stark von den Mittel- und B-Fregatten getroffen. Je größer die Schiffe, desto effizienter gegen die Jäger. Aber gegen eine Raumstation Stufe 4 braucht man schon stärkere Geschütze als nur diese Sturmfregatten. Vor allem, wenn die sich nicht näher an die Raumstation wagen. Ich habe doch nichts im Hintergrund laufen. Was ruckelt das jetzt? Wie viele sind das hier? 2, 4, 6, 8 Stück. Und da kommen sicher noch welche aus dem Hyperraum. Mitten rein. Scheiß auf Verluste. Ach, der wird einfach viel zu schnell zerlegt. Sie ist halt nicht die richtige Waffe gegen die Sturmfregatten. Haltet ihren Antrieb auf. Verstanden. Eröffne Feuer. Und die Tarantwasser auch nicht. Die Bomber sind da viel effizienter. Orbitalkommando verfügbar. Da ist ein Antrieb. Bitte schön ausschalten. Und da ist noch ein Antrieb, sehe ich gerade. Da kann sich mal die Tarantwasser noch drauf konzentrieren. Melde mich. Zähle auf die Lasersysteme. Verstanden. Ziele auf den Hauptantrieb. Ja, bitte. Habe verstanden. Zielt auf den Antrieb. Melde mich wie befohlen. Ja, so. Für das Imperium. Ach, das kann ich zwischendurch mal erklären. Das spielt mir gerade noch im Kopf herum. Es gibt ja einige Mods für Star Wars Empire at War Forces of Corruption. Dafür werden die ja entwickelt. Und da ist mir jetzt einer untergekommen, der heißt The Old Republic at War. Also das Empire at War zu Star Wars The Old Republic, dem berühmten Online-MMO, was ich auch ziemlich gerne spiele. Also es ist ziemlich gut, vielleicht ein bisschen komplex, aber es ist immer noch sehr gut. Und da gibt's einen Mod zu. Der ist allerdings komplett unfertig. Es können höchstens Raumschlachten geschlagen werden. Bodenschlachten, da wurden noch überhaupt keine Einheiten entwickelt. Man spielt also wie gehabt Rebellen und Imperium und Konsortium. Im Raum funktioniert das schon, aber nicht auf dem Boden. Also dieser Mod ist, ihr könnt gerne mal reingucken, Old Republic at War einfach mal für Star Wars Empire at War eingeben. Da kommt ja auch schon drauf, aber es lohnt sich nicht. Es lohnt sich wirklich nicht. Vor allem, es fehlen Namen und Beschreibungen, Effizienz, und auch teilweise die Beschreibung der Lasersysteme und andere Systeme der Schiffe. Also da muss schon noch einiges dran gearbeitet werden, wenn überhaupt dran gearbeitet wird. Ich bin mir gar nicht sicher, ob da noch jemand hintersetzt. Letztes Update war 2003, wie ich das gesehen habe. Ist also schon einen Tacken her. Meldung wird entschlüsselt. Ich wäre sehr erfreut, wenn man das weitermachen würde. Aber ich glaube nicht wirklich dran, dass da noch jemand hintersetzt. Haben wir es denn langsam mal? Es sind nur noch Fregatten. Jede Menge Fregatten. Sag mal, könnt ihr mal... Ja, da könnt ihr mal drum kümmern. Bomber in der Reihe.
Einmal bitte Gegner jagen. Wenn ihr nicht abgeschossen werdet, könnt ihr den da hinten zerlegen. Wir sind aber aus Korn genommen worden. Könnte knapp werden. Jetzt ein paar Bomben. Komm, 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 komm. Bombergeschwader hier. Könnte knapp werden, aber. Die rennen uns ja nicht weg, die Fregatte. Eure Befehle, Joe? Ja, Commander. Kümmert euch mal um die da. Die da am Eingang steht, oder die da, die den Kopf verdreht. Nein, nein, bitte nicht. Kopf abschrauben vielleicht. Und als Zielscheibe benutzen, ja. Aber nur Rebellen. Keine Frauen. Ja, jetzt wird so langsam was. Wenn da nichts Neues kommt, dann war es das jetzt einigermaßen. Aber die Rebellen sind unberechenbar. Da kann immer noch mal was nachkommen. Bereit. Ja, lass dich kaputt schießen. Du bist der Tank hier. Der zwar ziemlich schnell ausgedient hat, aber immerhin. Ein bisschen Feuer kannst du einfangen. Da haben wir noch einen Tatankreuzer. Und hier hinten ist die nächste weg. Da kommt ja wieder eine. Und ja wieder ein paar. Das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Bei Republic at War kann man ja viel mehr Einheiten aus dem Hyperraum ziehen. So, ich meine 50 sind das. Was ich sehr begrüße. Man hat eine viel größere Schlacht. Und man hat eine Flotte ziemlich schnell zerstört, wenn man die richtigen Einheiten hat. Sodass dann nicht mehr vielen hinterherkommt. Erwarte Befehle. Können wir hier vielleicht mal sowas hinsetzen? Wenn das nicht abgeschossen wird, ist das gut. Habe verstanden. Erwarte Ihre Anweisungen. Eröffnet das Feuer! Unsere Startkampfe wurde ausgeschaltet. Einmal bitte schießen. Interceptor-Geschwader meldet sich wie befohlen. Hab den Raketenwerfer verloren. Ziel erwachen bei maximaler Feuerkraft. Konstruktion abgeschlossen. Da ist ein Antrieb, da wird ein Satellit gerade beschossen. Der ist gleich wieder weg. War also ein bisschen Creditverschwendung. Dann los. Zielt auf den Antrieb. Da sind noch ein paar Bomber, das ist gut. Ziele auf den Hauptantrieb. Und diesen Satelliten muss man bei Großkampfschiffen das Ziel wieder vorgeben. Die schießen sonst nur auf den Rumpf und treffen nicht die Geschütztürme oder ähnliches. Und einmal Gegner jagen hier. Der Antrieb ist gleich Schrott. Der auch. Hier wird auch ordentlich auseinandergenommen. Da ist noch ein Antrieb. Da ist noch ein Antrieb, der hat keinen mehr. Ist eigentlich so jetzt mein erstes Ziel. Weniger die Feuerkraft unterbinden, sondern daran so hindern zu fliehen. Denn wenn sie fliehen, können sie immer noch ein paar Einheiten retten. Das geht nicht mehr, wenn sie keinen Antrieb haben. Greife Ziel an. Torpedowerfer zerstört. Verstanden. Maximales Wirkungsfeuer. Naja. Ist was wert. Hier. Da könnt ihr mal den Antrieb zerstören. Ah, sehr gut.
Jetzt ziehen sie sich zurück. Jetzt geht's aber nicht mehr. Weil ich ja schon alles zerstört habe, was die zu brauchen. 38 Sturmfregatten. Das dürfte sie ordentlich zurückgeworfen haben. Konstruktion abgeschlossen. Hier einmal die Raumstation aufrüsten. Hier können wir mal Korruption entfernen. Und hier verkaufen wir mal die Mini. Dann können wir nämlich hier auch die Korruption entfernen. Bin unterwegs. Korruption wurde beseitigt. Dann fliegst du wieder hin. Ist das ein Field Commander? Konstruktion abgeschlossen. Ja, das ist ein Field Commander, kein Flottencommander. Und übernehmen. Eine Raumstation, nur so aus Prinzip. Und dann können wir hier mal Korruption entfernen. Wir sind unterwegs. Und hier Korruption entfernen, aber. Ah, das geht nicht. Zu wenig Credits. Ich weiß nicht, wofür die Credits ausgegeben werden, aber wenn wir damit den Imperator bezahlen, wird er jetzt garantiert ein bisschen reicher. So, sonst haben wir hier unsere Minen fast eigentlich aufgebaut. Korsal ist immer noch in Rebellenhand. Das lasse ich jetzt einfach mal. Das stört mich jetzt gerade eher wenig. So viele Fregatten. Oh, das wird wieder eine lange Schlacht. Oh, auf Sullust. Aber diesmal haben wir eine Raumstation Stufe 5. Da ist noch ein Tick besser. Station bereit. Aufrüstung läuft. Hier haben wir noch ein paar Credits für Aufrüstung. Unser Einfluss auf dieses System darf unter keinen Umständen gefährdet werden. Sucht und vernichtet jeden Eindringling in unserem System. Befehle, Sir. Und gefährlich für unsere Raumstation wird im Moment nur, werden nur diese Kanonenboote hier, genau die. Aufrüstung abgeschlossen. Wie sind eure Befehle? Bereit für eure Befehle, Sir. Weil die schießen Raketen. Wir rücken vor. Konzentriere die Feuerkraft. Aber wenn die sich so nah an unsere Raumstation ranwagen, kriegen wir die eigentlich recht schnell down. Da sind die ersten Fregatten. Läuft ja wieder hier. Ist eigentlich nichts anderes als ein Hutter. Nur, dass unsere Raumstation gerade etwas besser ist. Schön auf den Antrieb. Die ersten gingen auf die Turbolaser, aber das soll mich jetzt wenig kratzen. Die sind auch effektiv gegen Jäger und Bomber. Da steht's auch, effektiv gegen Bomber. Wir kriegen zwei Akklamator-Kreuzer zugleich. Hier nochmal die Aufrüstung. Da haben wir unseren zweiten Akklamator-Kreuzer. Der wird aber auch recht schnell wieder abgeschossen. Das ist das Gegenschütz zur Nebulon B-Fregatte. Das war mal ein Antrieb. Und ich würde sagen, ich verschränke mich jetzt nur aufs Verteidigen und lass die rankommen. Unsere Raumstation erlegt durch den Rest. Das ist ein Antrieb gewesen. Und jetzt können wir auch hier Stufe 3 den Waffenschaden eurer Raumstation verringerten Schaden an Korvetten und Fregatten. Das hier ist Schaden von Raumjäger und Korvetten. Und Raumjäger und Fregatten bewegen sich schneller. Ja, danke schön. Kostet mich auch schon wieder. Dieser Krieg kostet eigentlich nur. Konzentriert das Feuer auf den Antrieb. Hält mich diese Kohle. Aufrüstung abgeschlossen.
wo wir gerade beim Thema Krieg sind. Das möchte ich nochmal kurz ansprechen. Es gibt, ist ja dieser IS da, der für seine religiöse Sache kämpft. Und da habe ich mir mal ein paar Gedanken zu gemacht. Wenn der IS glaubt, dass Allah, ihr Gott, der einzige Gott sein soll, der existiert, und sie dafür töten, andere Menschen, dann kann Allah doch nie und nimmer ihr Gott sein, weil Allah nie und nimmer gewollt hätte, dass die Menschen sich gegenseitig umbringen. Egal wofür. Egal welche religiösen Gruppe sie angehören, egal was sie tun, die Menschen, sie sollten sich nicht gegenseitig umbringen. Das ist auch die sind auch die Lehren des Christentums. Und die sind zumindest diese Lehren sind mit den Lehren der Muslime gleich. Und da krankt so ein bisschen die Vorstellung, dass der IS für Allah kämpft. Die kämpfen nicht für Allah, die kämpfen einfach nur aufgrund ihrer eigenen Blutgier. Das ist so der Eindruck, den man vom IS jetzt bekommt. Information. Feuer frei. Das nur so mal am Rande angemerkt, wo wir gerade beim Thema Krieg sind. Beginn der Angriff. Erwarte Befehle. Los, weiter. Ja, haben wir noch Fregatten. Jede Menge Fregatten. Eine Schießbude. Eine einzige große Schießbude. Da kommt noch mehr aus dem Überraum gesprungen. Konzentriert das Feuer auf den Antrieb. Maximales Wirkungsfeuer. Eigentlich kann ich mir das mal im Cinematic Mode angucken. Sobald die bei unseren Raumstationen ankommen, werden die ja von allen beschossen, auch von den Jägern, die hier noch rumliegen. Ich mache hier einfach mal den Cinematic Mode und lehne mich zurück. Schilde sind gerade down von dieser Fregatte. Da kommen noch ein paar. Oh, da muss ich mich vielleicht mal drum kümmern. Da kommen gerade drei von den Kanonenbooten. Ah, und hier können wir nochmal Aufrüstung machen. Und die haben auch diesen Antrieb, diesen Spezialantrieb. Das heißt, die können auch sehr recht schnell wieder verschwinden. Die Gegner jagen. Melde mich wie befohlen. Gib einmal bitte auf dieser. Du rückst vor. Du kannst nicht. Aufrüstung abgeschlossen. Da ist noch eine wiedere B-Fregatte, die ist kaputt. Erwarte Befehle. Vielleicht bist du da mal hinter dieser Fregatte hinterher. Ja. Kein Antrieb mehr. In Angriffsposition. Kriegst du den noch? Kriegst du den noch? Kriegst du den noch? Nein! Zu lange zum Nachladen gebraucht. Naja. Egal. Sie haben ein paar verloren, aber nicht so viel, dass es heißt, jetzt eine vernichtende Niederlage. Das ist durchaus ein bisschen übertrieben. Beseitige Korruption. Es wird geschehen. Ein Schwarzmarkt. Nicht mehr lange. Beseitige Korruption. Jetzt wird endlich mal die ganze Korruption beseitigt. Augenblick mal. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Da. Schmuggler. Ein Schmuggler also. Den kriegen wir klein. Mit einer Raumstation Stufe 1 gegen eine Fregatte, das kriegen wir hin. Wir haben ja Bomber.
Empfange Nachricht. Und hier können wir gleichzeitig noch ein paar Aufrüstungen machen. Der müsste hier hinten irgendwo. Unser Einfluss auf dieses System darf unter keinen Umständen gefährdet werden. Sucht und vernichtet jeden Eindringling in unserem System. Tue ich ja gerade. Aufrüstung abgeschlossen. Ja, Sir. Position markiert. Da. Bereit. Den Antrieb schaltest du aus. Jawohl, Commander. Greife den Antrieb an. Sobald der Antrieb kaputt ist, können sie sich nicht mehr zurückziehen. Bomber in Bereitschaft. Bombergeschwader hier. Aufrüstung abgeschlossen. Meldung wird entschlüsselt. Und hier, bitteschön. Das sollte jetzt der Antrieb gewesen sein. Ja, sehr gut. Jetzt können wir die hier ganz entspannt auseinandernehmen. Jetzt können wir uns auch ruhig mal im Cinematic Mode angucken. Mit Leertaste kann man den übrigens auch aktivieren. Gentleman genießt und schweigt. Was ich nicht unbedingt schaffe, was bei einem Let's Play eher hinderlich ist. Gut, den haben wir klein gekriegt. Und unsere Raumstation erstmal gesichert. Die nutzen den nämlich auch kurz als Durchgangsverkehr. Konstruktion abgeschlossen. Da sollten wir mal gucken. Vielleicht ziehe ich den Pete da mal hin, an die Position. Bereit für den nächsten Auftrag. Koordinaten eingeben. Dann gebe ich dir jetzt einen Auftrag. Bin gleich da. Hol den da weg, den Han Solo. Konstruktion abgeschlossen. Na, wer ist eher da? Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Na, jetzt geht das nicht mehr. Leider. Egal, ich guck mal, was ich hier bewirken kann.